seinem Lichte Jakob Apfelböck. Er schlug den Vater und die Mutter sein und schloss sie beide in den Wäscheschrank und blieb im Hause übrig, er allein. Es schwammen Wolken unterm Himmel hin, und um sein Haus ging mild der Sommerwind, und in dem Hause saß er selber drin. Vor 7 Tagen war es noch ein Kind. Tage gingen und die Nacht ging auch, und nichts war anders außer mancherlei bei seinen Eltern Jakob Apfelböck. Wartete einfach, komme was da sei. Es bringt die Milchfrau noch die Milch ins Haus, gerahmte Buttermilch, süß, fett und kühl. Was er nicht trinkt, das schüttet Jakob aus, denn Jakob Apfelböck trinkt nicht mehr viel. Und als die Leichen rochen durch das Haus, da weinte Jakob und ward krank davon. Und Jakob Apfelböck zog weinend aus und schlief von nun ab nur auf dem Balkon. Die Milchfrau aber sprach, die täglich kam: Was riecht hier so? Es riecht, als wenn man stirbt. In mildem Licht sprach Jakob Apfelböck: Es ist das Kalbfleisch, das im Schrank verdirbt. Und als sie einstens in den Schrank ihm sahen, stand Jakob Apfelböck in mildem Licht. Und als sie fragten, warum er's getan, sprach Jakob Apfelböck: Ich weiß es nicht. Die Milchfrau aber sprach am Tag danach: Obwohl das Kind einmal früh oder spät, ob Jakob Apfelböck wohl einmal noch zum Grabe seiner